Hallo Borgheide, hallo Welt, schon wieder Montag und jetzt geht's mit neuer Festplatte zu den nächsten Sendungen von BNTV. Ja, vorweg, der Sommer lässt nicht locker, auch wenn ab Freitag schon wieder Herbstferien sind, die dann bis 2.11. dauern, aber es ist doch tatsächlich noch sehr angenehm warm draußen. Dann schauen wir doch gleich mal, was die ganze Woche so gelaufen ist und was wir in der kommenden Woche so zu erwarten haben. Als erstes gab es im Hotel Fliegerheim wieder den Sunday Lunch, diesmal mit Swing-Klassiker-Hits und Evergreens der 30er bis 50er Jahre. Duo, musikalische Perlen, vertraute Melodien und leidenschaftliche Improvisation, Saxophon und Piano. Außerdem gibt es im Hotel Fliegerheim mittlerweile schon, wie immer zum Jahresende und bis Anfang nächsten Jahres, eine halbe Brandenburger Bauernente mit Apfelrotkohl und dazu Kartoffel oder Klöße. Und ich kann mich entsinnen, dass die Klöße damals wirklich für mich zumindest ein Gedicht waren. Natürlich schmeckt auch die Ente und der Rotkohl. Also wer da Appetit hat, lässt sich dort einfach mal verwöhnen von dem Team im Hotel Fliegerheim. Und weil wir beim Hotel Fliegerheim waren, bleiben wir gleich noch dort. Am nächsten Sonntag, am nächsten Samstag findet wieder der nächste Termin, der besondere Abend mit Edda Hage oder von Edda Hage organisiert statt. Diesmal Jiddisch Tango Odessa Berlin, jiddische Lieder mit Carsten Troike und Trio Show, wie man hier sehen kann. Wie gesagt, am 20. Oktober 2018 beginnt 17 Uhr. Ich weiß gar nicht, ob ich das schaffe, weil ich an diesem Tag tatsächlich noch viele Termine in meinem eigenen Verein habe. Jedenfalls ist der Veranstalter dieser Serie, die Gemeinde Borgheide, mit finanzieller Unterstützung des Landkreises Potsdam-Mittelmark und die Ideen und das Management haben die Edda Hage. Eintritt ist frei und um Spenden wird gebeten. Dann gab es eine Nachricht aus Borgwalde. Das Tippidorf, wie man hier auch auf den Bildern sehen kann, hatte Herbstfest. Und zwar am Freitag, dem 12.10. Viele, viele Gäste waren dort gewesen, sind der Einladung gefolgt und es wurde gemeinsam bis zum späten Abend gefeiert. Das Team vom Tippidorf bedankt sich bei den Gästen und einen ganz besonderen Dank natürlich auch an alle, die das Tippidorf mit Geld, Sachspenden und so weiter unterstützt haben, so dass die vielen Neuerungen erst überhaupt möglich waren. Es grüßt natürlich auch das Team der Quirlis, die dort mit voll engagiert sind. So, der nächste Termin steht auch schon ins Haus und zwar die Gaststätte am Waldbad möchte am 27.10. in Borgheide den Ruf Ozapft ist wieder zur Geltung bringen. Ja, es gibt Haxen mit Knödel, Kraut, Brezeln und sicher auch das eine oder andere Getränk, sowie Mucke für die zuckenden Tanzwaden. Das Festzelt ist beheizt, Tracht soll kein Muss sein, aber kann und startet, wie gesagt, am 27.10. ab 18 Uhr. Es wird allerdings um Voranmeldung gebeten, verständlich, denn es muss ja irgendwo genug zu essen und zu trinken da sein. So, jetzt kommen wir natürlich zum Sport. Ja, Borgheide ist eine sehr, sehr sportliche Gemeinde. Hier ist immer so viel los, dass ich schon eine ganze Latte hier wieder zur Verfügung habe. Also Borgheide und natürlich drumherum. Zuerst zum Fußball. Also der BSV hat ja an diesem Wochenende verdient auf dem zweiten Tabellenplatz pausiert, bevor er sich am nächsten Sonntag, dem 21.10. um 14 Uhr auswärts dem Tabellenersten FSV Grün-Weiß Niemek stellen muss. Das wird sicher eine spannende Partie und der BSV sollte doch mit stabiler Fankurve anreisen. Also wer Lust hat, dem BSV den Rücken zu stärken, einfach mal ein paar Fahrgemeinschaften bilden. Niemek ist ja nicht allzu weit, dauert 20 Minuten über die Autobahn. Ich habe jedenfalls Lust dazu und ich denke mal, ich könnte mir bis zum 21.10., also dem Sonntag, tatsächlich noch eine freie Minute gönnen. So, dann geht's weiter. Bockwurstpokal. Ja, Bockwurstpokal, dieses Motorradrennen, Wald- und Wiesenfahren oder wie sich das nennt, war jedenfalls am 13.10.2018 in Wietstock zu Gast. Da die Information dazu im ersten Lauf. Jugend kam Philipp als Zweiter aus der Startkurve, überholte den Führenden auf der Geraden, sicherte sich trotz Sturz in der dritten Runde den vierten Platz.
Im Laufhobby, im ersten Laufhobby, legte Marcel einen mittelmäßigen Start hin, kämpfte sich dann bis zum 11. Platz vor. Leider wurde das Rennen durch einen Sturz mit Handgelenkbruch abgebrochen und Marcel blieb auf den 11. Platz. Jedenfalls gute Genesung für den Handgelenkbruch. Und hoffentlich fährt er bald weiter. Im ersten Lauf Sport kam Robert als Zweiter durch die erste Kurve, überholte den Führenden noch in der ersten Runde. Er baute schnell einen großen Vorsprung aus und gewann den ersten Lauf. Im zweiten Lauf Jugend holte den Hulsport Philipp und gewann das Rennen souverän. Der zweite Lauf Hobby. Marcel ist dort nicht mehr an den Start gegangen, weil er die Havelland Rally, die 13. Havelland Rally in Altborg mit unterstützte. Im zweiten Lauf Sport kam Robert lediglich als Dritter aus der ersten Kurve, fuhr aber schnell wieder vor und gewann das Rennen mit deutlichem Abstand. Somit ist Philipp wiederholt Bockwurst-Pokalmeister Jugend. Robert ist zum Saisonende auf den zweiten Platz gelandet und Marcel steht nunmehr auf dem Platz 9 in der Gesamtwertung. Für das Video bedanken wir uns natürlich ganz herzlich bei René Brückelt. So, dann geht's weiter. Wir haben nicht nur den Sportverein, sondern es gibt hier auch eine Laufgruppe Sonnenschein. Wie hier auf den Bildern auch zu sehen, am gestrigen Sonntag starteten die Läufer und Läuferinnen der Laufgruppe Sonnenschein aus Borkheide beim 41. Burgenlauf in Bad Belzig. In neuem Outfit ging es bei herrlichem Sonnenschein auf die Strecken. Bereits über 1,5 Kilometer gab es gute Resultate. So wurden in den jeweiligen Altersklassen Jakob Kessler 6., Vivian Klampfert 7., sowie bei den Erwachsenen Daniela Kessler 1. Und es ging mit starken Leistungen weiter. Bei der anspruchsvollen 8-Kilometer-Strecke wurden in ihren Altersklassen Greta Meier 1., Merle Meier 2. Und Jonas Kessler 4. Die Erwachsenen kamen allesamt gesund ins Ziel, landeten aber nicht in den Top 10. Die hatten was anderes vor. Nach den Läufen wurde noch das schöne Ambiente auf der Burg Eisenhardt genossen. Die Laufgruppe Sonnenschein gibt es erst seit Anfang des Jahres und die begibt sich mindestens einmal in der Woche auf Langstrecken in und um Borkheide. Vielen lieben Dank, lieber Thomas, für die Information und die Bilder dazu. So, nun kommen wir zur 13. Havelland Rallye. In Altborg war dieses Mal alles rundherum abgeschottet und dort war eine Riesenraserei im Gange. Matze hat uns hier einen richtig schönen Zusammenschnitt geliefert. Viel Spaß! Borkheide News geht, wie man hier sieht, in die Luft. Und der Nutzer ist hier ganz wagemutig und steigt bei Marcel Mika mit in die Gondel ein. Und es geht nach oben. Hier bei der Havelland Rallye am 13. Oktober 2018 zu sehen in Altborg. Dort gibt es Kaffee und Kuchen. Wir haben hier eine Volksfeststimmung rund um das Streckengelände. Und da geht es auch schon los. Das erste Testfahrzeug kommt und zeigt schon ein wenig, was hier die Gäste am Straßenrand erwarten wird. Es wird dem Wetter gemäß staubig und auch ein wenig nostalgisch wird es, als die ersten Trabis hier die Strecke durchfuhren, die hinter Altburg begann und bis in Richtung Brück zur Zeitnahme lief, der zweite Trabi hier zu sehen. Und es ging natürlich auch rasant weiter. Die Zuschauer hatten schon ihren Spaß an der Strecke und auch Zuschauerplätze, die es hier an einigen Stellen gab, die zeigten doch schon, dass man hier spektakuläre Bilder machen konnte. Auch wir und ich sogar habe mich hoch in die Luft getraut und habe von oben auch ein wenig gefilmt. Und auch so den ein oder anderen Patzer haben wir an der Strecke hier sehen können. Ein Verbremser und den Rückwärtsgang nicht gefunden. Naja, dann fährt man halt vorwärts weiter und dreht eine kleine Ehrenrunde zur Begeisterung des Publikums. Lutze voll in Action. Zum Glück war die Strecke gesperrt. Er war in dem Fall nicht in Gefahr und auch weit genug weg von den schlingernden Fahrzeugen. Ja, alles in allem ein sehr schöner Tag in Altborg, wovon man vorher sehr wenig gehört hat hier in der Gegend, aber das ist natürlich auch dem Klientel entsprechend nicht über durchgedrungen. Hier zum Beispiel mit platten Hinterreifen kann man auch noch fahren, bis es dann in die Nacht ging oder späten Abend und danach das Rennen beendet war. Alles in allem ein sehr schöner Tag hier in Altborg gewesen. Danke Marcel nochmal. Ja, vielen Dank, Matze. Es war tatsächlich aufregend. Auch wenn man mittendrin war, dort nicht wieder rausgekommen ist, musste man sich die 4 Stunden dort aufhalten. 16 Uhr ging es los. Kurz nach 20 Uhr sind wir erst wieder rausgekommen. Aber es war total cool. Hat auch Spaß gemacht. So, jetzt bleibt nur noch eins, und zwar das Wetter. Und wieder bist du dran, Matze. Bitte. Hallo Lutze, hallo Borkheide, hallo Welt. Kommen wir nun zum Wetter. Das letzte Wochenende hat uns nochmal sommerlich warm verwöhnt. Ja, der Grill war nochmal draußen, zum dritten Mal abgegrillt.
Schauen wir mal, was noch kommt. Aber Tendenz ist in den nächsten Tagen erstmal herbstlich. Und das stellt sich für morgen erstmal so dar. Am Dienstag heiter, im Nordwesten zeitweise wolkig und trocken. Höchsttemperaturen 20 bis 24 Grad. Schwach windig in der Nacht. Zum Mittwoch gering bewölkt, gebietsweise wolkig. In der zweiten Nachthälfte Nebelbildung, Abkühlung auf 9 bis 4 Grad. Schwacher Wind aus unterschiedlichen Richtungen. Und das führt uns gleich zur Aussicht. Zweiter bis vierter Tag. Am Mittwoch nach Auflösung von Nebelfeldern überwiegend heiter, gebietsweise wolkig und trocken. Erwärmung auf 19 bis 23 Grad. Schwacher Wind, Richtung variierend. In der Nacht zum Donnerstag gering bewölkt, stellenweise Nebelbildung. Also hier aufpassen die Autofahrer. Ne, es wird neblig und herbstlich. Abkühlung auf 9 bis 4 Grad, schwach windig. Am Donnerstag nach Auflösung von Nebelfeldern heiter. Im Tagesverlauf von Nordwest Durchzug von Wolkenfeldern, meist trocken. Höchstwerte 17 bis 21 Grad, schwacher Wind, meist aus nördlichen Richtungen. In der Nacht zum Freitag wolkig, später meist bewölkt, dann Nebelbildung, Temperaturrückgang auf 9 bis 6 Grad, schwacher Wind um Nord. Also tagsüber noch ertragbare Temperaturen, die Nächte werden frischer und ein bisschen Nebel kommt dazu. Vielleicht sagen wir jetzt mal willkommen im Herbst. So viel von mir hier, schöne Woche, tschüss. Okay. Du meinst also, es wird herbstlich. Ich finde, das ist immer noch sommerlich. Wenn das so weitergeht, haben wir im November noch so schönes Wetter. Aber das macht nichts. Da kann ich meinen Kahn diese Woche noch bei angenehmen Temperaturen winterfest machen. Jo, das war's jedenfalls. Vielen Dank, lieber Matze. Und das war's auch wieder mit Borgheide News TV am Montag, wie immer hier vorm Monitor. Euer Lutze. Und tschüss.